Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und heute will ich euch die besten Laptops vorstellen für Schüler und Studenten. Wir testen regelmäßig die neuesten Geräte auf unserem YouTube-Kanal und geben praktische Tipps rund um Windows 10. Daher können wir alle genannten Geräte auch aus eigener Erfahrung empfehlen. Egal, ob ihr einen Laptop für 500 Euro oder für 1500 Euro kaufen wollt, wenn ihr unsere Tipps befolgt, werdet ihr den richtigen Laptop kaufen. Wir zeigen euch Laptops in allen Preisbereichen und verraten auch, welche Geräte sich für welche Studienrichtungen eignen, damit ihr genau das richtige Produkt kaufen könnt. Außerdem sind alle Geräte in den Konfigurationen, die wir empfehlen können, beim günstigsten Anbieter sowie als Preisvergleich in der Beschreibung verlinkt, sodass ihr auch nicht suchen müsst. Wir fangen direkt und ohne Umschweife mit unseren Empfehlungen an. Der beste Laptop für Studenten und Schüler ist das Dell XPS 13. Unser Laptop des Jahres 2019 hat für 2020 ein mächtiges Upgrade bekommen und hat alles, was ihr von einem Top-Laptop erwarten dürft. Das Dell XPS 13 bietet ein sehr helles, wundervolles Full-HD-Display, aktuelle Intel-Core-Prozessoren und 8 oder 16 GB RAM. Außerdem gibt es 512 GB an schnellen SSD-Speicher für eine tolle Arbeitsperformance und lange Akkulaufzeiten, was es ideal macht für die Arbeit unterwegs. Das Gehäuse ist von der Verarbeitungsqualität ganz vorne mit dabei und verwendet Aluminium sowie Carbonfaser, also dasselbe Material, womit Supersportwagenhersteller wie Lamborghini zum Beispiel ihre Autos leichter und noch stabiler machen. Dieses Auge fürs Detail macht das Dell XPS 13 zu einem rundum krassen Notebook. Aber es gibt natürlich auch Kontrapunkte. Der erste wäre der Preis. Dell lässt sich für dieses Produkt mehr als fürstlich bezahlen, also rechnet damit, dass ihr mindestens 1400 Euro für das Ding hinlegen müsst. Für ein Ultrabook, wo man später nicht einmal den Arbeitsspeicher tauschen kann, ist es eine stolze Summe. Außerdem könnte man negativ anmerken, dass es, wie die neuen MacBooks zum Beispiel, nur USB-C-Anschlüsse hat. In der Uni bekommt man aber zumindest manchmal, wenn man bei Vorlesungen anwesend ist, aber auch einen gewöhnlichen USB-Stick gereicht und dafür braucht ihr dann vielleicht auch mal einen extra Dongle. Wer aber das Geld hat und es ausgeben will für einen Laptop, bekommt dafür ein ideales Produkt für die meisten Studiengänge. Wenn es euch nur um Word oder OneNote oder so geht, also einfach gesagt Office und Browser, dann ist das Dell XPS 13 für die nächsten Jahre mehr als gut genug. Informatikstudenten kommen damit aber auch ganz gut klar, aber nachdem die Anforderungen des Studiums relativ schnell steigen, würde ich mindestens eine Variante mit dem Intel Core i7 Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher wählen. Medieninformatik-Leute oder andere Studenten im Kreativbereich werden aber auf lange Sicht eine Grafikkarte vermissen. Die sollten lieber die Finger davon lassen. Alle anderen greift zu, wenn ihr die Kohle habt. Das Lenovo Yoga Slim 7 ist das obere Mittelklasse-Äquivalent zum Dell XPS 13. Es kann fast dasselbe, aber kostet im besten Fall nur die Hälfte. Und das tatsächlich im besten Fall. Für mich die beste Variante ist das Modell mit dem Full-HD-Display, Ryzen 5 Prozessor und 8 GB RAM. Leistungstechnisch ist es sogar stärker als das Dell XPS 13, aber das Lenovo kriegt ihr schon für unter 800 Euro. Und die meisten von euch werden absolut keinen Unterschied zwischen diesen beiden Geräten merken. Das Lenovo Yoga Slim 7 hat ein gutes Full-HD-Display, deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten, bietet ebenso die komfortable Windows Hello Gesichtserkennung, hat sogar noch einen größeren Akku und es ist in ein schönes, hochwertiges Metallgehäuse verbaut. Okay, es ist jetzt zum Beispiel nicht Carbonfaser wie bei Dell, aber für 700 Euro weniger verzichte ich gern darauf. Denn ansonsten muss man echt kaum merkbare Abstriche zum Dell XPS 13 machen. Für jeden Studenten, der nur Office und Web macht und vielleicht sogar ein bisschen Photoshop und Lightroom, für den reicht das Modell mit Ryzen 5 Prozessor für unter 800 Euro und das locker. Aber nur wenn ihr jetzt wirklich ein Designstudium macht, wo ihr halt dann auch mit 3D-Programmen arbeitet, dann würde ich euch das Lenovo Yoga Slim 7 in den teuren Intel-Varianten empfehlen. Da gibt es nämlich auch eine Nvidia GeForce MX 350 Grafikkarte, die dann das Rendering enorm beschleunigen kann. Und außerdem sind die meisten Programme von Adobe weiterhin nur für Nvidia und Intel-Chips optimiert. Aber allen anderen, auch Informatikstudenten, würde ich das günstigste Modell mit dem Ryzen 5 Prozessor empfehlen, weil ihr braucht die Grafikkarte nicht und wenn ihr sie trotzdem kauft, dann gebt ihr erstens unnötig mehr Geld aus, habt eine schlechtere Laufzeit, weil jede zusätzliche Komponente verbraucht auch mehr Strom und beim Prozessor weniger Performance.
Das ist übrigens ein generell wichtiger Tipp beim Laptopkauf. Kauft nicht mehr, als ihr braucht, weil mehr Performance oder mehr Displaygröße hat für Leute, die es nicht brauchen, nur Nachteile. Einerseits kürzere Laufzeiten oder ihr schleppt sonst unnötig mehr Gewicht mit, als ihr braucht. Also haltet euch auch an die Empfehlungen von uns für die Varianten je nach Studiengang. Ich persönlich würde das YogaSlim 7 übrigens den Dell XPS 13 vorziehen. Klar, das Dell XPS 13 ist ein absolutes High-End-Flaggschiff, aber das Lenovo bietet 90% der Features, mehr Leistung und einen größeren Akku. Also ich würde es vorziehen, ganz ehrlich. Witzigerweise ist aber das Notebook im Preisbereich unter 600 Euro das revolutionärste Gerät in dieser Liste. Wenn ihr mir vor ein paar Monaten gesagt hättet, ihr habt einen Laptop mit 6-Kern-Prozessor, riesigen Akku, modernen Anschlussmöglichkeiten und Metallgehäuse gekauft für 550 Euro, dann hätte ich angenommen, dass ihr ein gebrauchtes, älteres Gaming-Notebook erworben habt. Und ich hätte euch erklären müssen, warum das kein guter Deal ist. Aber das Lenovo IdeaPad 5 14 hat all das für weniger als 600 Euro neu. Das beste Display in dieser Preisklasse, eine tolle Performance dank moderner AMD Ryzen Prozessoren, eine großartige Akkulaufzeit dank eines riesigen Akkus und eine gute IdeaPad Tastatur samt Hintergrundbeleuchtung. Mit einem Gewicht von 1,4 Kilogramm und 14 Zoll Display ist es genügend leicht und portabel für den Alltag. Das Gehäuse besteht aus dünnem Aluminium und der Plastikrahmen rund um das Display ist halt auch nicht der Mega-Hingucker, aber all das kann man absolut verzeihen, wegen des tollen Gesamtpakets, das Lenovo hier geschnürt hat. Es ist besser als das etwa gleich teure Acer Swift 3, weil es ein helleres und auch ein besseres Display hat, einen deutlich größeren Akku und auch die Performance des AMD-Prozessors besser nutzt. Das Honor MagicBook 14, was ich hier zum Beispiel habe, ist ein tolles Gerät, hat ein besseres Display und auch ein hochwertigeres Gehäuse, aber es nutzt noch die älteren Ryzen-Prozessoren mit deutlich weniger Leistung und es hat auch einen kleineren Akku. Wenn ihr aber den besten Laptop unter 600 Euro für die Schule oder Uni sucht, ist das Lenovo IdeaPad 5 14 euer Produkt. Egal in welcher Studienrichtung, es gibt einfach für das Geld sonst kein Notebook, das als Gesamtpaket für den Uni-Alltag so krass gut geeignet ist. Ein echt revolutionäres Gerät für seinen Preisbereich, ehrlich. Und für 600 Euro ein Laptop, wo man nur äußerlich beim Premium-Feeling sozusagen zu den vorherigen beiden Produkten Abstriche machen muss. Blicken wir in einen noch niedrigeren Preisbereich und zwar unter 500 Euro. Da ist es momentan ehrlich etwas schwer, ein wirklich gutes Produkt zu finden und wer es nicht eilig hat, der sollte auch vielleicht bis Herbst 2020 warten. Es gibt da unzählige Optionen, von Chromebooks über so Billigheimer wie das HP 14S bis hin zum auf den ersten Blick ganz guten Laptops wie das Lenovo V14. Ich drehe aber mal den Spieß um jetzt und schauen wir uns zum Beispiel an, warum wir das Lenovo V14 nicht empfehlen. Das hat erstmal einen Core i5 Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Klingt ja mal nice. Wir haben aber auf der anderen Seite ein TN Display mit einer maximalen Helligkeit von nur 220 Nits und einen 35 Wattstunden Mini Akku. Also, wie soll ich es ausdrücken? Und warum ist dieses Ding dann 1,6 Kilo schwer, obwohl es weniger kann als all die vorherigen Laptops und einen kleineren Akku hat? Mein zweiter Kandidat war das IdeaPad 3 von Lenovo. Das hat dann schon mal einen Pentium Gold Prozessor, was dem Preisbereich schon eher entspricht. Das Problem ist hier immer noch ein schlechtes TN Display mit schlechten Blickwinkeln und ein hierfür immer noch unterdimensionierter Akku. Das beste Notebook für Studenten und Schüler unter 500 Euro ist nach einiger Abwägung aktuell das Acer Spin 3. Es ist ein Convertible Notebook mit diesem schönen 360-Grad Display, welches von einem AMD Athlon Silver 3050U betrieben wird. Das ist eine der neuen, günstigeren AMD CPUs und ich weiß, Athlon klingt erstmal nach wenig für 500 Euro, aber dieser Prozessor hat geringfügig mehr Leistung als der Intel Core M3 im Surface Go. Daneben gibt es nur 4 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD. Ich gebe es ja zu, das ist keine ideale Konfiguration, aber wenn es wirklich unter 500 Euro sein muss, dann ist das die beste Mischung aus genug Performance für Uni-Aufgaben und genug Portabilität und einer wirklich guten Akkulaufzeit. Trotzdem sage ich es dazu, wenn ihr unter 500 Euro ausgeben wollt, solltet ihr euch nicht beeilen mit dem Kauf. In den nächsten paar Monaten werdet ihr mehr Laptops mit den günstigeren AMD-Prozessoren auf dem Markt sehen und das wird dann natürlich die Preise drücken. Und noch was sage ich dazu,
Ich weiß, es kann verlockend klingen, für 500 Euro einen Laptop mit stärkerem Core i5 oder Ryzen 5 Prozessor zu kaufen. Und keine Sorge, wir haben uns diese Produkte natürlich auch angeschaut für euch und sie auch analysiert. Aber bei allen macht ihr zu große Kompromisse in anderen Bereichen. Das wären schlechte Laufzeiten, miese Displays, Tastaturen, wo man nicht mal länger als 15 Minuten tippen will drauf. Und was ist unter 300 Euro? Ich muss sagen, es zahlt sich echt nur kurzfristig aus, einen Laptop für unter 300 Euro zu kaufen. Und es dürfte auch klar sein, dass diese günstigeren Produkte unter 500 Euro für Informatik und andere Studien im Mediendesign-Bereich kaum reichen werden und eher die Zielgruppe Office und Surfen bedienen. Wer kann, der sollte unbedingt zu unseren wirklich guten Optionen für über 500 Euro greifen. Aber wenn es unter 300 Euro sein muss, haben wir trotzdem ein paar gute Geräte für euch herausgesucht, die jedenfalls nicht schlecht sind. Als 14 Zoll Notebook kann man das Trackstore Primebook P14 empfehlen. Es ist ein hochwertiges, dünnes, günstiges Notebook mit gerade genügend Power für Office und Web. Allzu viel sollte man davon jetzt nicht erwarten, aber den herkömmlichen Uni-Alltag packt es jedenfalls. Darunter würde ich kein Produkt mehr empfehlen, das kann ich aller Ehrlichkeit nach wirklich nicht tun. Ich denke aber, unsere Liste ist bereits sehr umfangreich und stellt euch vor eine Menge guter Optionen. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass jedes dieser Produkte für den durchschnittlichen Studenten und Schüler ausreichen wird. Egal, ob ihr 1500 oder auch nur 300 Euro ausgeben könnt. Ihr verliert bei den günstigeren Modellen hauptsächlich Performance und Komfort, was man aber wirklich verkraften kann. Zumindest in Studien, wo man vor allem mit Office und dem Web arbeitet. Word startet halt beim Trackstore langsamer und das Display ist jetzt nicht brillant und auch die Tastatur ist ein bisschen schlechter, genauso wie auch das Touchpad. Aber mit allen Geräten lässt sich arbeiten und wir können sie für Studenten und Schüler wirklich empfehlen. So, das war's dann auch schon von mir und von meinen Empfehlungen der besten Laptops für die Schule und Uni. Wir werden noch einen ganz generellen Kaufguide auf diesem Kanal hochladen, wo wir euch dann noch die grundlegenden Tipps geben für den Notebook-Kauf, sodass ihr keine Fehlkäufe macht. Abonniert also gerne unseren Kanal für noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10 und gebt uns einen Daumen rauf, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich danke euch jedenfalls vielmals fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.